Hallo und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator, immer noch mit dem Schrammo. Jetzt hast du mich gerade beim Trinken erwischt. Ja, nicht schlimm. Ich meine, auf so einer langen Tour, da musst du dir auch mal einen gönnen. Richtig, einen gönnen auf der Tour. So als Beifahrer, als ähnliches zu tun, dann kannst du immer so einen kurzen Kopf kippen. Hast du deinen Flachmann daneben? Natürlich. Wir haben gerade über die Telekom-Drosselung gesprochen. Richtig. Dazu fällt mir ein, der Sascha Pallenberg war ja hier, der wirklich, sag ich mal, Technik-Profi ist. Der ist im Moment auf Computex. Den habe ich auch noch in Skype. Deshalb weiß ich das. Und er macht halt irgendwie 10 Videos am Tag oder noch mehr. Immer so Reviews von irgendwelchen Sachen, die interessant sind. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass die Telekom da eigentlich moderne Wegelagerei betreibt, indem sie sich zwischen den Content und halt dem User stellt. Und das ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Also das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Also das Ganze ist, also die ganze Politik, die Telekom auch jetzt aber auch schon seit längerem fährt, ist meiner Meinung nach auch wirklich, dass es pures Geld machen wird. Das ist gar nicht mehr, also die sehen nicht, sage ich mal, das Internet als Medium, sondern die funktionieren rein als ja, wie die viele, sehr, sehr viele deutsche Firmen einfach nur funktionieren, nach dem Motto, wir müssen Gewinn erzielen. Es geht da einfach nur stumpf um Gewinn erzielen, meiner Meinung nach. Da geht es gar nicht um das Internet an sich oder die Angebote, sondern wirklich nur um die Gewinnmaximierung, meiner Meinung nach. Das ist alles, worum es da geht, weil wenn du mehr Traffic haben möchtest, mehr Bandbreiten, musst du auch eine größere Leitung kaufen. Eine größere Leitung kostet automatisch mehr Geld. Aber für uns jetzt mal ganz genau, wenn du mal guckst, uns jetzt als YouTuber, sind die Angebote eigentlich nicht wirklich gut. Ja, die sind nicht ansprechend. Oder die Leute, sag ich mal, die täglich auf Twitch streamen oder so, die werden ja wahnsinnig. Ja, mit 1 MB ab oder sowas, das ist ja, oder du noch weniger, das geht ja gar nicht. Also da ruckelt man sich ja schon bei 480p dann ein zurecht. Richtig, genau. Und vor allen Dingen auch, wenn du dann an dein Limit stößt, was machst du denn dann? Handy ja, hochladen, über so mobile Art, ja. Daten. So eine Art, das ist, ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen, was ich auch nie verstehe, ist, warum das hier nicht klappt. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon gesprochen. Du hast eine 6000er Leitung, aber hast irgendwie nur 62 kb in der Sekunde als Upload halt. Warum kann man nicht die komplette Bandbreite nutzen? Hast du halt einen geringeren Download für die Zeit, aber hast doch theoretisch die 6000 zur Verfügung. Warum also, geht das nicht? Das ist irgendwie komisch in Deutschland. Also ja. Ich weiß das vom Carvon, das ist ein Freund von mir, mit dem mache ich Landwirtschaftssimulator gerne. Das Hardcore-Projekt und der wohnt in Österreich. Der hatte immer Probleme mit seiner Internetleitung, hatte eine 16.000er mit 1 MB ab. Der Kort hat das irgendwie so geklärt, jetzt hat er irgendwie 2-3 MB ab, dass die da irgendwie das Maximale, was für seinen Wohnort ging, an Upload freigeschaltet haben. Und ja. Ich glaube, sowas geht in Deutschland überhaupt nicht. Das ist irgendwie tariflich einfach fertig. Da genau, also will nichts groß dran gerüttelt werden. Ja, hier wird dir stumpf halt ein Paket vorgelegt und das musst du dann nehmen oder halt nicht. Es gibt da keine Möglichkeit, sag ich mal, das irgendwie für dich anzupassen. Und dabei ist es, also ich meine, technisch müsste das doch eigentlich gar kein Problem sein, dass sie da sagen, so, dann hat er halt komplett 6000, das kann er dann so für beides nutzen. Und dann wäre ich super glücklich, Alter, wenn ich hier meinen 6000er Upload hätte, dann der Download ist mir teilweise total Schnuppe. Also was ich hier, ich habe teilweise, also mein Traffic besteht in Top-Zeiten aus mehr Upload als Downstream. Also das ist, ja, ärgerlich. Also ich glaube, unser Internetanschluss hat im Monat 700 bis 800 GB Traffic, schätze ich mal. Ja. Und also 75 ist Drosselung. Viel Spaß. Ja, das ist dann, ja. Und vor allen Dingen, aber das passt perfekt. Wir werden 2016 gedrosselt, weil wir noch so einen ganz alten Vertrag haben. Und 2016 bin ich mit Abi fertig und so. Dann geht's weg. Ab nach Österreich. Ja, das war das Lustige. Das Lustige ist ja auch, also die andere Länder schaffen das ja wirklich, sage ich mal, da was zu machen. Warum wir nicht? Bei uns ist das wieder so richtig Bürokratie. Friss oder stirb. Problem ist, habe ich schon mal ganz oft gelesen, Deutschland war früh dran mit Internet. Also die haben flächendeckend Internet angeboten, irgendwie 1 oder 2000 schon, ich weiß nicht, Anfang der 90er oder so. Also schon wirklich früh. Und die anderen Länder hatten lange Zeit ganz wenig, also kein flächendeckendes Internet und so weiter, nur über Telefondose höchstens. Und die haben jetzt in den letzten Jahren angefangen, flächendeckend Glasfaser zu machen. Ja. Und Deutschland hat wirklich nur in den Rechenzentren Glasfaser. Und dann, stell dir mal vor, eine 6 GB Leitung zu Hause. Das wäre traumhaft. Rohmaterial mal eben in 20 Sekunden hochladen. Genau. Boah, das wäre göttlich. Ja. Und dann kommt YouTube-Encode und dann kackt man sich immer über den ab, weil der die Qualität so schlecht macht. Aber was meinst du, wie lange denn das Verarbeiten von den Videos dauert? Das wäre wahrscheinlich auch interessant, wenn YouTube das Rohmaterial umwandelt. Boah.
aber das wird auch extreme Kosten für YouTube. Die müsst ihr ja dann zwischenlagern. Und ich weiß nicht, weil das nicht irgendwie pro Minute werden auf YouTube 1000 Stunden Videomaterial hochgeladen oder so? Auf jeden Fall extrem viel, ja. Also das würde mich auch interessieren, wie viel Speicherkapazität die überhaupt haben. Also das muss ja wahnsinnig sein. Das sind ja Google-Server, das ist ja gigantisch. Ja. Das ist, also, ja. Es soll Wahnsinn. Übrigens ein Google-Rechenzentrum, also es gibt ja nur eins in Schweden für Europa. Mhm. Und es soll jetzt eins in Österreich gebaut werden. Oh, interessant. Dann haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Vorteile. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwie das hier in Europa noch ein bisschen schneller geht mit den Videos laden und so. Ja, wobei das Lustige ist ja, das hat die Telekom mittlerweile, haben die es ja auch gestanden, die Telekom hat ja eiskalt tatsächlich YouTube gedrosselt. Also die haben den Traffic auf YouTube haben die beschränkt. Also du konntest, deswegen viele Leute hatten das in letzter Zeit ja auch einfach, du konntest keine Videos gucken auf YouTube. Ich hatte das auch, also du hast das so ich langsam auch. Das liegt aber tatsächlich daran, dass die Telekom, die hat tatsächlich den Traffic auf YouTube begrenzt, weil die haben ja auch Kosten dadurch, ne? Das zahlt denen ja keiner. Also schränken wir das jetzt ein. Ja, das musst du dir mal einfach reinziehen. Dreist. Die beschneiden dich selbst, die beschneiden dich. Die kriegst das nicht mal mit. Zuerst wurde das irgendwann verleugnet und dann irgendwann so, ja, das haben wir halt gemacht aus Kostengründen so und so. Aber was für ein Schwachsinn. Und vor allen Dingen Traffic wurde in den letzten Jahren immer billiger. Also ja. Die MBs, einfach weil alle sie brauchen, über die Menge, wurde alles immer billiger, aber trotzdem wird gedrosselt. Das Problem ist, von der Telekom, SMS und Telefoneinnahmen fallen weg. Ja. Weil ja, aber dann niemand schreibt mehr SMS, es gibt WhatsApp, es gibt Skype oder so auf mobilen Geräten und keiner benutzt mehr die klassische SMS. Ja, wobei, guck mal, ich bin sogar so einer, ich würde sogar ja Geld zahlen. Also ich würde auch mehr Geld bezahlen, als ich jetzt habe, wenn ich dann ein vernünftiges Angebot auch kriege. Aber das Problem ist, die Angebote passen einfach gar nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja die 16.000er und ich glaube, wir bezahlen 40 Euro oder so fast dafür, weil wir da noch irgendwie ISDN und alles Mögliche dabei haben. Und für 5 Euro mehr würden wir eine 50.000er kriegen. Das wird sich ja sowas von lohnen, aber wird einfach nicht angeboten für den Ort hier. Ja. Irgendwie ist das... Ja, bei mir ist das ganz hart hier im Ort, weil das Problem ist, ich damals auch, als ich hergezogen bin, ich hab das echt nicht geglaubt, dass das hier nur eine 6000-Leitung hat, weil ich wohne hier quasi direkt am Krankenhaus und habe mir gedacht, ein Krankenhaus ist ja auch eine öffentliche Einrichtung, sind ja bestimmt noch gut verkabelt und alles, wird das umliegende Gebiet ja auch gut sein. Hier ist echt gar nichts hier in dieser Straße, wo ich wohne. Wenn du allerdings jetzt mal so irgendwie 500 Meter weiter gehst, dann hast du da auch VDSL, das ist so total, Also das Flächendeckende ist in Deutschland echt nicht gegeben. Und dann heißt es immer, weiß ich nicht, im Erdkundeunterricht, da habe ich letztens 20 Minuten lang mit meinem Lehrer diskutiert. Er meinte, ja, Deutschland hätte ja so eine tolle Infrastruktur mit tollem Internet. Oh, ja. da wurde ich aber sauer. Also jeder kann Internet haben in Deutschland. Das steht außer Frage, würde ich mal behaupten. Allerdings. Aber was für eins? Ja. Das ist die Frage. Gut, die Frage ist natürlich auch immer, wofür du das nutzt. Also sag ich mal, für den normalen Internetnutzer, der jetzt nur, sag ich mal, auf Facebook rumsurft und vielleicht mal bei YouTube ein Video guckt vielleicht, aber halt nicht selber, sag ich mal, den riesen Traffic erzeugt, da reicht eine 6000-Leitung auch dicke aus. Aber sag ich mal, wenn du selber jetzt, sag ich mal, Videos produzierst und hochlädst. Dann finde ich VDSL sogar noch. Die 50er ist dann so gerade das Minimum, würde ich eigentlich sagen, wenn man es human machen möchte. Ja, es kommt halt drauf an. Es kommt immer drauf an, was du hast. Also wenn ich momentan mit einer 6000er wäre, mit einer 16000er erstmal schon zufrieden. Schon wenn du eine 16000er hast, ist das für dich wahrscheinlich auch wieder weniger. Es ist immer halt, ja. Also ich habe ja vor, kann ich ja mal erzählen, ich habe vor, irgendwann in die Schweiz auszuwandern. RTL. Raus aus Deutschland, goodbye Deutschland. Ich weiß nicht, ich finde die Schweiz extrem geil. Und da gibt es auch geile Internetleitungen. Da ist 50 up, 50 down. Ja. Das kriegt man da ganz gut. Also die haben immer gleich viel Up und Download. Und das ist so 50 up, 50 down. Aber ich glaube, wenn du in Schweiz und Österreich kriegst du ein Problem als YouTube-Partner, weil da existiert das Partnerprogramm, glaube ich, nicht. Ich glaube, da haben die die deutschen Netzwerke, die bieten das auch für Österreich und die Schweiz an. Okay. Also das weiß ich zufällig. Das Playtimes, GameStar und so weiter, die machen das. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann ignoriere das und dann kommt das wieder auf meine... Aber das ist natürlich steuermäßig dann eine andere Geschichte irgendwie. Ja, ein anderes Steuerrecht. Natürlich, ist ein anderes Land. So wie ich. Wir sind jetzt übrigens in Amsterdam. Oh, Mensch, da sind wir schon fast in Afrika. Ja, nur noch 2400 Kilometer. Und der Georgie. Aus... Ich habe mich verlesen. Gregory heißt der. Gregory. Gregory.
Aber da sind ja bestimmt schon ewig viele Kommentare dazu gekommen. Ihr sagt immer George, der heißt doch Gregory. Aber ich finde, Georgie ist ein super Spitzname für Gregory. Ja, ja. Aber eigentlich müsste man ihn Greg nennen, aber Greg. Nein. Georgie. Jetzt wollte ich eigentlich ja noch mal ein bisschen über Likes, Bewertungen und Kommentare sprechen, nachdem wir so lange abgeschwägt sind in andere Richtungen. Ein wenig. Ja, was bleibt zu sagen? Ich glaube, es bleibt eigentlich zu dem Thema nicht viel zu sagen. Das Problem ist halt, also man kann das ja mal zusammenfassen. Also für die Leute, die Videos auf YouTube hochladen, sind Bewertungen das A und O, meiner Meinung nach. Du kannst keine Videos, also zumindest, wenn du jetzt sag immer nur so Einzelvideos machst, die halt ein Einzelstück für sich sind, dann ist das vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber wenn du ganze Serien machst, wie wir jetzt zum Beispiel mit unseren Let's Plays, sind Bewertungen das A und O. Du brauchst die, um diese Serien am Leben zu halten. Du musst wissen, was gefällt den Leuten, was gefällt den Leuten nicht. Du musst das wirklich auf die zuschneiden. Du kannst die Videos nicht zu 100% so machen, dass sie nur dir gefallen. Das geht nicht. Die Videos müssen den Zuschauern gefallen. Das Problem ist, du weißt aus dem Stegreif nicht, was gefällt den Leuten. Die Leute müssen es dir sagen. Das ist halt wichtig. Und das machen 98% nicht. Leider nicht, nein. 99. Leider nicht, ja. Das ist echt, also ich bin aber eigentlich, also klar, desto mehr Traffic, also desto mehr Views du hast, desto mehr Kommentare sind dann auch dabei, die vernünftig sind, sage ich mal. Ja. Aber irgendwie, bei mir ist das auch noch nicht so das meiste. Also wenn ich mal am Tag einen vernünftigen Kommentar habe, wo ich wirklich sage, okay, daraus nehme ich was mit, dann ist das schon gut. Ja. Das ist aber auch sehr zuschauerabhängig, das ist immer auf das Publikum abhängig. Also jetzt mal ein richtig gutes Beispiel, was die Kommentare angeht, ist der RioCut. Das ist auch jemanden, mit dem ich auch gelegentlich ein bisschen War Thunder zusammen zocke. Und der hat halt auch Zuschauer, die, sag ich mal, also er spielt halt World of Tanks und solche Geschichten, War Thunder. Und da sind echt Leute dabei, die kennen sich mit der Materie an sich aus. Die spielen diese Spiele halt auch selber und die haben auch recht viele Hintergrundinformationen auch zu diesen ganzen historischen Panzern und Flugzeugen und die erklären sowas und das ist bei mir bei War Thunder auch schon mal vorgekommen. Ich habe gefragt bei dem Flugzeug, da war so vorne so ein komisches Gitter dran, wofür ist denn das? Und da habe ich dann auch zwei Kommentare bekommen, wo tatsächlich denn das auch erklärt worden ist und sowas ist natürlich auch immer nett. Also solche Kommentare sind auch super. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu dem Truck, den wir jetzt gerade fahren, noch irgendwelches super Hintergrundwissen hat und das reinschreibt, das ist immer interessant. Das mag vielleicht auf den ersten Blick, vielleicht auch für Außenstehende, so ein bisschen, warum schreibt er das? Das interessiert doch kein Schwein. Aber ich finde das gut. Also ich finde sowas immer klasse. Und das bringe ich dann meistens auch in der nächsten Aufnahme ein, wenn ich sowas gelesen habe. Okay, genau. Hier wurde mir so gesagt, das und das, damit es auch alle sehen, alle wissen. Ja, also ich finde das ganz, ganz cool, sowas, wenn man halt Sachen, gerade bei solchen Spielen, die sich irgendwie auf die Realität halt beziehen, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Final Fantasy spielst oder sowas, ist es natürlich schwer, sag ich mal, jetzt zu irgendeinem Supermaster-Schwert, jetzt, wobei die haben ja meistens auch irgendwelche Geschichten dahinter, was zu schreiben. Jetzt zum Beispiel bei den Panzern oder bei den Flugzeugen oder bei den LKWs oder bei den Traktoren oder irgendwie sowas. Dinge, die im realen Leben existieren, da irgendwie das Hintergrundwissen, das finde ich echt so, das immer her damit. Immer her damit. Mindestens das technische Datenblatt ist. Genau, als PDF. Ja. Ihm rübergesendet. Ja, oder auch, das war auch wieder beim Rio, da habe ich dann mal in der Folge gefragt, weil da gibt es dann halt auch so MG-Nester und da gibt es halt schwere gepanzert und da war halt die Frage, weil die gehen halt ewig schwer kaputt, weil die Frage, was muss ich denn da drauf werfen, damit das Ding kaputt geht? Und da kam dann tatsächlich von jemandem, der hat da tatsächlich so ein Diagramm, so eine Tabelle gepostet, auf welche Sachen du was drauf werfen musst und wie oft, damit das kaputt geht. Also das ist dann echt, sowas ist klasse. Ja, das erleichtert dann auch, denke ich mal, das Spiel extrem. Richtig. Ich habe das Spiel selber noch nie gespielt, da habe ich jetzt irgendwie Interesse dran, das gucke ich mir gleich mal an. Also War Thunder an sich finde ich persönlich super. Es ist natürlich noch eine... Ist das eine Panzersimulation oder wie ist das? Eine Panzersimulation ist World of Tanks. War Thunder soll ein Spiel werden, in dem du Luftwaffe, das Heer und die Marine spielen kannst. Zurzeit ist nur die Luftwaffe verfügbar. Also koordiniert man die dann oder fährt man dann selber Panzer oder Flugzeug? Du fährst selber. Das ist kein Strategiespiel. Ja, was heißt Strategiespiel? Also Strategie ist da schon irgendwie bei, aber es ist jetzt halt kein Echtzeitstrategiespiel, wo du von oben drauf guckst und deine Ressourcen abbaust oder so. Ah, gut. Also das ist wirklich, da hätte ich nicht so viel Lust drauf gehabt. Nee. Also World of Tanks ist wirklich, du fährst halt mit deinem Panzer durch die Gegend, du musst dich halt richtig positionieren. Da gibt es auch richtig gute Schadensmodelle. Du musst die Panzer, weil die Panzerung ist an verschiedenen Stellen halt unterschiedlich. Die Geschosse, sogar der Winkel, wie das Geschoss da drauf trifft, ist wichtig. Also das ist schon recht komplex, wenn man das richtig auf hohem Niveau spielen möchte.
Und War Thunder ist halt momentan, sage ich mal, eine Kampfflugzeugsimulation mit drei verschiedenen Spielmodi. Das fängt an mit dem Arcade-Modus. Das ist halt auch mit Maussteuerung ganz normal alles. Das ist, sage ich mal, der einfache Modus, wo es halt auch, ja, es geht meistens darum, entweder alle Bodenziele zu zerstören oder halt so Domination quasi, die Flugplätze zu halten. Und natürlich die gegnerischen Flieger abzuschießen. Das steht außer Frage. Das ist natürlich das oberste Ziel immer. Ja, und dann gibt es noch den Spielmodus, der heißt historische Schlachten. Da sind dann halt bestimmte Nationen gegeneinander auf historischen Maps, zum Beispiel Luftschlacht um Berlin. Gibt es dann auch bestimmte Ziele, wo du dann irgendwelche Brücken zerstören musst und sowas. Natürlich auch wieder die feindlichen Jäger abschießen musst. Das ist immer das Ziel. Und da wird die Steuerung auch schon komplexer. Also du kannst War Thunder kannst du als ganz normalen mit der Maus und Tastatur spielen, so richtig halt düdelü, fliegt durch die Gegend, super einfache Steuerung. Du kannst aber auch wirklich so weit gehen, das ist dann der letzte Spielmodus, das ist dann die realistische Schlacht. Da hast du dann auch nur deine Cockpit-Ansicht, das heißt, die Cockpits sind auch richtig gut designt. Es gibt ja noch nicht für alle Flugzeuge, gerade bei den Bombern gibt es noch keine Cockpit-Perspektiven, weil die das wirklich so detailreich machen. Also dass wirklich jeder Knopf, den es in Wirklichkeit gibt, der ist da auch da. Gut, manche werden halt nur angezeigt, aber die Anzeigen, die funktionieren noch alle und du musst dich auch tatsächlich in realistischen Schlacht nach diesen Anzeigen richten. Das heißt, du hast dann irgendwo eine digitale Anzeige, wie hoch du fliegst. Du musst da tatsächlich auf deinen Höhenmesser da unten gucken und das heißt, du musst im Cockpit auch erstmal deinen Kopf drehen und die Steuerung ist wirklich so komplex dann, dass auch wirklich die Produzenten sagen, fliege diesen Spielmodus bitte nur mit einem Flight Stick. Das ist jetzt World of Tanks, wovon du redest, oder? Nein, das ist gerade War Thunder. World of Tanks war mit Panzern und War Thunder ist halt... Ist das ein... Was ist das für ein Spiel? Ist das zum einmal kaufen, oder? Beides Free-to-Play. Sobald sowohl World of Tanks als auch War Thunder. Beides Free-to-Play. Geil. Bei War Thunder gibt es halt auch einen Ingame-Shop, du kannst dir halt so eine Goldwährung kaufen, wie es halt immer ist. Es ist aber kein Pay-to-Win bei War Thunder. Du kannst dir halt Flugzeuge kaufen, allerdings sind die Flugzeuge, du kriegst halt ein bisschen mehr Belohnung nach einer Mission. Das heißt, du kriegst ein bisschen mehr Geld rein, aber du hast jetzt keinen unfairen Spielvorteil. Macht es da Sinn, mit Joystick zu spielen bei Flugzeugen? Ja, also wie gesagt, je nachdem, welchen Spielmodus du hast. Wenn du jetzt halt, sag ich mal, den richtigen realistischen hast, dann definitiv. Den Arcade kannst du auch mit Maus spielen. Ich will mir auch in naher Zukunft wieder einen Flight Stick anschaffen. Ich habe einen und benutze den überhaupt nicht. Ich hatte ganz früher mal Microsoft Flight, aber irgendwie habe ich da keinen Spaß mehr dran. Ja. Und ich möchte gerne mal wieder irgendwie mit Joystick fliegen. Ja, siehst du. Ich glaube, da werde ich gleich mal downloaden. Genau, download dir einfach mal War Thunder und dann probier das mal aus. Also die Steuerung ist wirklich, wenn du es auf Simulation spielst, dann ist das super, super realistisch, meiner Meinung nach. Und da kann man dann Panzer und Flugzeuge und sowas. Zurzeit kannst du bei War Thunder nur Flugzeuge fliegen. Okay. Panzer musst du World of Tanks spielen. Aber okay, Flugzeuge sind mir ja auch mit Joystick dann am wichtigsten. Richtig, genau. Also das ist halt, ja. Ich habe auch Videos auf meinem Kanal, kannst du gerne angucken dazu. Schade, dass ich gerade aufnehme, das würde ich mir dann mal eben hier hinschieben. Ja, also wie gesagt, also War Thunder ist momentan auf das Spiel, was mir, also ich spiele War Thunder mittlerweile eigentlich täglich und das Schöne ist halt wirklich, du kannst es halt mal eben so schnell zwischendrin spielen und dann halt wieder aufhören. Es ist halt nichts, wo du dich jetzt Ewigkeiten beschäftigen musst. Und das macht halt einfach Spaß, meiner Meinung nach. Es ist ein gutes Spiel. War Thunder. Spiele ich gerne. Ja, ich bin gespannt. Ich schwege gerade in Erinnerung an meine Microsoft Flight-Zeit. Oh ja, ich hab mal geguckt letztens, ich bin extra zu meinen Eltern gefahren, weil ich wusste nämlich damals von ganz, 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 ganz früher, dass wir mal einen Flight Stick hatten. Der war auch noch da. Das Problem ist, es ist sogar noch so ein uralter Gameport-Anschluss. Mit PS2 oder sowas? Nee, nicht mal PS2. PS2 wäre noch okay gewesen, aber noch so in dieser komischen Breiten waren. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das ist so ein breiter Stecker gewesen. Also ich habe jetzt keinen besonders guten, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit gewesen immer. Ich glaube, von Toastmaster 30 Euro oder sowas hat der gekostet, mit Schubregler. Ja, also wichtig ist, dass du den halt auch, sag ich mal, in sich verdrehen kannst. Also nicht, dass du den nur kippen kannst, sondern jetzt auch links, rechts drehen kannst. Weißt genau, das geht auch. Das ist nämlich wichtig, weil dieses Ruder brauchst du definitiv zum Fliegen dann. Das ist ja gerade bei Helis und so. Ja. Und das kannst du dir kaum. Und bei der Maussteuerung ist es halt so, da wird das halt, also du bewegst die Maus und dann rechnet es halt um, also dass du das quasi machst. Und die Entwickler sagen halt auch selbst, also die Steuerung mit der Maus ist denen eigentlich, das ist natürlich die einfachste, aber das ist eigentlich, die Flugzeuge sind designed für die fortgeschrittenere Steuerung, weil du kannst mit der Maus teilweise Flugmanöver durchführen, die ja nicht realistisch sind. Du kannst halt, sag ich mal, wie so ein Auto quasi wenden, teilweise in der Luft. Und das cool. Ist natürlich, ja. Wie ist denn so Grafik-Performance-mäßig? Wie sieht das aus?
Also ich persönlich finde das Spiel recht hübsch dafür, dass du musst, also natürlich hast du, da siehst du nicht jeden Grashalm, aber wen interessiert der Boden, du bist eh in der Luft. Ja. Es kommt jetzt demnächst noch ein Patch raus, wo sie wieder weitere Grafikänderungen machen, noch mit Lensflare und sowas. Und du hast auch, die haben da auch so Spielereien wie irgendwelche Grafikfilter schon eingebaut, dass das halt ganz in Sepia ist, das Bild und sowas. Also das Spiel an sich ist hübsch. Es gibt schöne Sonneneffekte und was ich super finde, sind die Wolken. Mit dem nächsten Patch wird es auch so gemacht werden, dass die Wolken auch so spawnen können, dass du quasi in Tälern dann quasi Wolken hast, also quasi einen tiefen Nebel da. Und wenn du in eine Wolke reinfliegst, ist natürlich erstmal, es ist sehr neblig um dich rum. Wenn du im Cockpit bist, dann siehst du sogar halt Wassertropfen auf den Scheiben lang laufen. Und das Schöne ist, du kannst auch durch die Wolken durchfliegen und über den Wolken scheint die Sonne. Unten regnet es, über dir scheint die Sonne dann, wenn du über den Wolken bist. Und das ist echt. Ist dir eigentlich klar, wie scharf du mich gerade auf dieses Spiel machst? Das Problem ist, das Spiel ist einfach toll. Ich spiele dieses Spiel wirklich super gerne. Ich bin jetzt echt, also so, nach dem Part geht's los. Wir sind also das dann Ding, wieso, ich glaube 6 Parts oder so haben wir schon. Ja, es ist recht viel geworden mittlerweile. Das Problem ist also, man braucht eine Zeit lang, um in War Thunder reinzukommen. Und man merkt das auch. Also einige Flugzeuge sind im Vergleich zu anderen noch recht stark. Aber das Ding ist, man darf es nicht vergessen, es ist eine Open Beta. Natürlich gibt es hier und da so ein paar Dinge, aber das Spiel an sich, also War Thunder. Wie groß ist das? Wie lange werde ich da wohl zum Download brauchen? Mit einer 16.000, ach, das war keine Ahnung. Also ein paar Gigabyte sind schon, aber du wirst jetzt nicht einen Tag für brauchen. Also das wirst du heute noch spielen können, wenn du gleich auf Download bist. Ja. Die Aufnahme hat sich jetzt doppelt gelohnt. Boah, Flugsimulation. Also, es gibt ja den Microsoft Flight jetzt als Free-to-Play, aber okay. Der ist Käse als Free-to-Play. Der war als Vollversion deutlich besser. Okay. Gut, also du darfst das jetzt nicht verwechseln. Das ist kein Microsoft Flight. Also, das ist schon Spieler gegen Spieler da. Du musst andere Flugzeuge abschießen. Darf ich nicht einfach nur ein bisschen so durch die Luft gleiten? Du kannst auch Testflüge machen, wo du alleine bist. Und das geht auch, ja, aber das Spiel besteht halt wirklich aus PvP. Das Ziel ist halt wirklich, Missionsziele gegen andere Spiele zu erreichen. Spielt man dann im Team oder einfach so 1 gegen 1? Nee, das ist immer Team gegen Team. Okay, bin ich mal gespannt, ob ich mich da dann reinfinden kann. Ja, du kannst ja wie gesagt gerne auf meinem Kanal, oder könnt ihr ja auch, die Zuschauer, mal kurz auf meinen Kanal gucken. Es piept da jetzt bestimmt gerade alles weg. Ja, einfach bei War Thunder. Alles schon weggepiept. Ich habe dich deine komplette Stimme aus dieser Aufnahme rausgepiept. Genau. Vertonst du nach. Ich mag Nachbearbeitung. Nee, gar keinen Bock drauf. Ja, Nachbearbeitung ist immer so eine Sache. Das ist auch wieder so eine Sache, hatten wir auch, glaube ich, vor 2-3 Folgen mal kurz angesprochen, die Arbeit, die in so ein Let's Play steckt. Und da ist bei der Nachbearbeitung, da kann man ja richtig viel Arbeit reinstecken, was die Leute auch gar nicht so wirklich sehen. Also ich mache ja auch gar nicht so viel Nachbearbeitung. Das kommt immer drauf an. Ich also was minimal die Stimme halt so ein bisschen aufhübschen, verstärken und sowas. Das mache ich auch, ein bisschen Rauschen entfernen, ein bisschen Kompressor drüber laufen lassen. Solche Dinge mache ich auch. Und grafisch mache ich jetzt nichts, eigentlich gar nichts, nein. Und schneiden mache ich halt auch nur in ganz seltenen Fällen. Ja, also eigentlich. Ich möchte das eigentlich auch so haben, wie ich das hier quasi live kommentiert habe und nicht irgendwie nachgestellt. Quasi so wie die Realität. So, ich würde sagen, wir machen noch 67 Kilometer, dann haben wir von den 3.300 schon runter auf 2.000, also 1.300 Kilometer schon wieder. Und dann muss ich jetzt leider Flugzeug fliegen. Dann ist das halt so. Außerdem, vielleicht habe ich jetzt genug Parts für die Zeit, bis meine Festplatte wieder da ist. Und ich möchte, ehrlich gesagt, so schnell wie möglich mit einer anderen Festplatte aufnehmen. Das damit die FPS wieder. Naja, ich habe entweder so phasenweise habe ich konstante 30 oder ich habe konstante 20. Also 20 ist schon mies. Das ist ein bisschen wenig, ja. Das ist, ich glaube, ab 23 Frames sieht das menschliche Auge ja ruckler, glaube ich, drin, ne? Also unter 23 ist irgendwie so. Ja, ich glaube, das menschliche Auge sieht, glaube ich, mit 23 Frames, wenn ich mich nicht irre. Aber dann, je nach Bewegung, ist es, glaube ich, bis zu 75 können erkannt werden oder so. Okay. Du bist doch auch im Let's Play Forum aktiv, ne? Ja, was heißt aktiv? Ich guck da mal so durch, weil, ja. Es ist von der Idee, ist das Forum sehr schön gedacht. Das Problem ist, die Community erinnert mich teilweise sehr stark an Mitten im Leben. Ja, das wollte ich auch sagen. Ich nenne es jetzt immer als Pseudonym Let's Player RTL. Das hatten wir letztes Jahr also ein bisschen als Witz. Also es gibt viele, gerade auch, ich sag mal, Julian, Dämon und wie sie alle heißen, die wirklich Ahnung haben, die das Ganze cool machen. Und dann gibt es halt auch einfach jeden Tag diese, wie werde ich erfolgreich? Ja. Der 100-millionste, welche Grafikkarte hole ich mit und sowas alles. Ist doch, ja, oder auch sonst sind da teilweise Leute drin, wo du einfach denkst von den Antworten aus, so, es ist so,
Ah, es ist, ja. Eine Idee ist sehr schön. Das Problem ist, die Leute, die da sind, sind zum Teil, ja, weiß ich nicht, verderben ein bisschen den Spaß an dem Forum. Ja, also ich lese da eigentlich jetzt seit einem halben Jahr aktiv eigentlich fast alles, was mich interessiert. Das ist ja meistens Mikrofon, hardwaretechnische Sachen oder Ja. softwaretechnische Sachen. Sowas wie werde ich erfolgreich, die klicke ich gar nicht erst an. Das ist, Nee, nein, kein Fall. wenn die das wüssten, dann gäbe es mehr große YouTuber. Genau. Ja, nee, ich krieg meistens in Skype irgendwelche Links zugeschickt von anderen Leuten, wo die meinen, die sagen, oh mein Gott, klick diesen Link an und du fasst dir direkt an den Kopf nach dem Motto und dann, ja, dann sehe ich halt diese besonderen Themen mit diesen besonderen Gesprächen. Aber So, noch 1999 Kilometer bis zum Ziel. dann wird es Zeit, den Download anzuschmeißen. Genau, also ich schmeiße dich jetzt hier einfach mal an der Landstraße raus. Ich weiß gar nicht, ich bin ungefähr auf Höhe Frankfurt am Main. Ah ja, dann geh ich kurz Julian besuchen und dann setze ich mich in den Zug und fahre zurück nach Hause. Ja, also wir sind jetzt schön zentral. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat auf Gerne, jeden vielen Fall Dank, dass viel ich da sein Spaß durfte. gemacht. So. Ich glaube, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, ich möchte eine Sache sagen und zwar bis denn dann und tschüdelü. Tschüss.